Wir haben jetzt auf der Bühne gleich zwei spannende Frauen für euch eingeladen, weil ich möchte gerne einfach so ein bisschen Abwechslung in den Tag bringen. Wir haben jetzt viele Vorträge gehört mit Tipps und allem drum und dran. Und jetzt würde ich gerne ein Interview machen mit zwei fantastischen Unternehmerinnen, weil ich das einfach auch, ich hoffe genauso wie ihr, einfach sehr, sehr inspirierend finde, einfach auch mal zu hören, was machen denn andere Frauen so erfolgreich. Deswegen habe ich auf der einen Seite die liebe Nelly Costa-Dinova eingeladen. Ich hatte sie schon mal in einem anderen Interview bei mir gehabt, beziehungsweise hat sie mich in ihr Büro eingeladen. 1997 hat sie ihr erstes Übersetzungsbüro gegründet. Mittlerweile hat sie 14 Filialen aufgebaut, ist weltweit tätig. Du hast jetzt auch Südafrika mittlerweile dabei. Das heißt, sie chattet eigentlich um die ganze Welt, um das Thema Übersetzung auch wirklich erfolgreich an den Markt zu bringen. Und heute wird sie uns paar Erfolgsstrategien erzählen, die sie so ausmacht. Und als zweites haben wir die Jacqueline Bakir-Brader. Sie führt seit 25 Jahren Familienunternehmen im Immobilienbereich. Das ist auch ganz spannend, weil das natürlich sehr männerdominiert ist. Zusätzlich hat sie einen Migrations-Background, das heißt, sie hat nicht nur auf der einen Seite jetzt viele Männer um sich herum, sondern auch, sagen wir mal, möglicherweise den ein oder anderen, das ein oder andere Vorurteil. Sie wird heute so ein bisschen auch über ihre Erfolgsfaktoren erzählen, auch über ihren Hintergrund, weil sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und möchte uns einfach jetzt inspirieren, dass egal wo du herkommst, egal was in deinem Leben alles so passieren kann, du hast die Möglichkeit, erfolgreich, glücklich und ganz groß geschrieben auch erfüllt zu sein. Damit bitte mit einem riesen Applaus Nelly Costa-Dinova und Jacqueline Bakir-Brader. Jacqueline, da hinten ist sie. Hallöchen, hi. So. Ich setze mich in die Mitte, alles klar. Die Mitte ist immer doof, weil da kann man immer unter den Rock gucken, ne? So, magst du dich noch ein kleines Stück hier rüber drehen, weil die Seite sieht dich gar nicht und du noch ein bisschen gerader. So, ihr zwei, Powerfrauen, aber richtig, ich kenne euch ja jetzt mittlerweile schon länger. Ihr seid überall und nirgends unterwegs, ständig sehe ich irgendwelche Facebook-Posts bei euch beiden, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da, jetzt bin ich da. Und ich finde es total faszinierend, weil ich mich immer frage, wo nehmt ihr eigentlich die Power her? Ich werde das auch oft gefragt, aber ich glaube, ich bin bei weitem nicht so viel unterwegs wie ihr zwei. Deswegen die erste Frage, Jacqueline, woher nimmst du deine Kraft und deine Motivation? Aus meiner inneren Mitte. Also ich bin ja nicht nur geschäftlich unterwegs, ich bin auch dreifache Mutter. Und ich habe natürlich eine fantastische Familie, ich habe tolle Schwestern, eine Mutter, die dann natürlich mir den Rücken frei hält und sagt, okay Schatz, das ist für dich wichtig. Ich bin auch sehr viel ehrenamtlich unterwegs und dann habe ich natürlich eine tolle Familie, die hinter mir steht. Und daher nehme ich die Kraft von meiner Familie, von meinen Kindern. Hm. Wie viele Kinder hast du? Ich glaube drei. Drei, ne? Mädchen. Drei Mädchen. Also das ist natürlich auch eine Leistung, ne? Beruflich so viel aufzubauen und drei Kinder. Ich habe ja kein Kind und sehe schon, wie anstrengend es ist. Meine liebe Katharina hat ja vorhin erzählt, die hat vier. Wenn ich da manchmal da bin, habe ich danach, glaube ich, irgendwie einen Tinnitus. Und ich denke mir immer, wie schafft man das eigentlich? Aber es geht ja durch die Liebe und wenn man in seiner inneren Mitte ist. Ne? Ja, ja, also aus der Tinnitus-Phase bin ich raus. Ich bin jetzt in der Pubertät bei der ersten. Und die andere ist auch schon fast am Pubertieren. Und die dritte macht das gerne nach, die jüngste. Mhm. Also die sind im Alter von 10, 12 und 15 Jahren. Und ist auch eine spannende Zeit. Und da, sage ich mal, neben einer starken Mutter, ne, drei Mädchen, ist spannend und ich werde euch dann berichten, wie es so weitergeht, wenn sie erwachsen sind. Ja. Wie ist es bei dir? Woher nimmst du deine Kraft, Nelly?
Ich glaube, ich habe die Kraft in mir. Also die Motivation, die Kraft, diese Power, mit der ich aufstehe und durch die Welt jette, das trage ich in mir. Das habe ich aus Bulgarien mitgebracht. Ja, ihr bulgarisches Temperament, das hat sie. Durfte ich schon ein paar Mal erleben. Macht ihr irgendwas als Ausgleich für euch? Wie ist das bei dir? Also machst du irgendwas, was dich ausgleicht den Tag über? Wenn man eine Unternehmerin ist, dann hat man noch ein Kind, das ist unser Unternehmen. Und wir haben die Familien, die bringen uns auch zum Ausgleich, aber natürlich brauchen wir noch etwas. Und ich bin sehr viel unterwegs, ich bin ungefähr 30 Tage im Jahr zu Hause, der Rest auf der Welt irgendwo. Und ich habe in dieser Zeit ausgearbeitet, einen Mechanismus, wie ich schön relaxen kann, nach vielen Stunden fliegen und landen irgendwo und mit Jetlag sein. Dann, ich mache enorm viel Sport und Yoga. Ich habe für mich jetzt Yoga entdeckt und habe eine Kette von Yoga-Lehrern auf der Welt aufgebaut für mich. Und sobald ich irgendwo am Flughafen bin und noch nicht in dem jeweiligen Land angekommen bin, bekomme ich den Termin und nach dem Landen direkt winkt mich an Yoga und so funktioniert das besser. Das ist schon so ein Trick zum Ausgleich finden. Ja. Jetzt hast du gesagt, du machst Yoga und Ausgleich, viel Sport. Ich weiß nicht, die Frage ist jetzt nicht geplant. Magst du denn mal teilen, wie jung du bist? Ja, ich habe so viele Freundinnen auf der Welt, genauso wie sie hier. Ich fühle sie alle wie Freundinnen, weil wir was Gemeinsames haben. Und wenn wir irgendwo zusammen sind, sie sagen, Nelly, ich brenne jetzt von Lust zu sagen den anderen, wie alt du bist. Darf ich das sagen? So, du bist auch meine Freundin und ich verstehe die Frage so. Also ich bin 61 Jahre alt, also im nächsten Jahr. Und das hat einen Applaus verdient. Und ich wollte mal kurz dazu sagen, jetzt sagt sie, sie treibt viel Sport, ist 61. Ihr habt vorhin die Nadesch gesehen, wo ihr schon so erstaunt war, dass sie 41 ist. Vielleicht einen kleinen Appell an das Sporttreiben hier. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Achso, warst du schon fertig? Ja, ich habe mein Alter schon genannt. Alles klar, 61. Ach, sehr schön. Machst du auch Yoga oder solche Dinge? Ja, oder wie ich habe eine sehr gute Freundin, die ist Yoga-Lehrerin, aber ich mache das für mich zu Hause, weil ich ein sehr straffes Zeitmanagement habe mit 3 Kindern und 3 Firmen. Ich mache Pilates, also wenn ich morgens meine Kinder dann zur Schule schicke, wenn ich dann zu Hause bin, mache ich schon Sport. Also ich habe das so in mein Timing getaktet, denn sonst könnte man nicht so gut aussehen. Nee. Also das heißt, Bewegung, Sport, zur inneren Mitte finden, ist eins eurer Erfolgsfaktoren, kann man sagen. Was ist denn noch ein Erfolgsfaktor für dich zum Beispiel, Jacqueline? Ja, an sich selber glauben. Ich denke, das, was wir sind und sein wollen, das obliegt uns selbst. Und unser Leben ist das, was wir daraus machen. Das ist mein Zitat, das könnt ihr auch auf der Coverseite meines Buches nachlesen. Denn es sind ja so viele zauberhafte Frauen heute aufgetreten auf der Bühne, die euch die gleiche Botschaft mehr oder weniger gesendet haben. Ihr allein seid für euch verantwortlich. Und die innere Kraft, die könnt ihr auch selber von euch nehmen. Und kein Mensch kann dir schlechte Gefühle machen, wenn du das nicht zulässt. Und du hast immer Kraft, wenn du voller Energie bist und voller guter Gefühle bist, in einem guten Timing bist und deine Ziele einfach erreichst, dann bist du immer gut drauf und keiner kann dir schlechte Gefühle machen. Und das ist meine innere Kraft, dass ich sage, wenn ich in den Spiegel gucke, wow, du bist schon eine coole Frau. Ja, sehr schön. Das haben wir ja heute Morgen auch gehört. Und wisst ihr, was ich so wunderbar finde, dass ihr dafür einen Applaus gegeben habt, dass sie sich hinstellt oder hinsetzt und sagt, sie ist wunderbar. Und das finde ich das Schöne auch an diesen Veranstaltungen im Rahmen von Frauen, dass wir das einfach wertschätzen können, wenn wir uns selbst lieben, aber auch wenn sich andere selbst lieben. Das finde ich wunderbar, dass ihr gerade geklatscht habt, das am Rande erwähnt. Was ist für dich noch ein Erfolgsfaktor?
Also meine Begeisterung. Ich muss sagen, ich habe in diesen allen Jahren, jetzt 19 Jahren habe ich schon die Firma, habe ich erlebt sehr viele Menschen, die vorher nichts über mein Business wussten. Und ich habe mit denen gesprochen und dann konnte ich denen übertragen, meine Liebe zu das, was ich tue. Und in den allen Jahren bin ich Arbeitgeber geworden. Also das, was ich empfinde, wenn ich den Menschen Arbeit gebe, das ist nicht nur Verantwortung, das ist das Feedback, was mir die Menschen geben, arbeiten für mich. Also ich habe jetzt in Südafrika, du hast Südafrika erwähnt, ich bin seit 4 Jahren da und habe jetzt 200 Leute, an die ich Arbeit gebe. Und diese Menschen freuen sich, wenn ich nach Südafrika fliege, wenn ich da bin, und ich komme vom Flugzeug direkt nach dem Fliegen, komme ich direkt ins Büro und die Menschen empfangen mich so herzlich. Ja. Und in Momenten, in denen wir was feiern oder etwas ist passiert, jemand hat geheiratet, dann sagen sie, Ma'am, you have changed my life. Ja. Und das ist, was ich niemals abgeben kann. Dieses Gefühl, dass ich menschliches Leben beeinflusst habe, dass ich den Menschen, die nichts mit meinem Beruf zu tun gehabt haben, Lebensunterhalt ermöglicht habe und sie heiraten, junge Menschen, bekommen Kinder und sie ernähren ihre Kinder durch das Gehalt, was sie bei mir bekommen, das ist, steht ganz oben in meiner Liste. Und das macht mich wirklich glücklich. Willst du den Frauen abschließend noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, das wäre dir jetzt als Botschaft besonders wichtig? Wichtig ist, wir sagen immer, glaube an dich. Aber ich würde sagen, glaube an dich, das ist nicht alles. Für mich war wichtig in diesen Jahren, immer aufzustehen. Ich bin 1000 Mal auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden. Ich habe nicht nur an mich geglaubt, ich glaubte an das, was ich gegründet habe, an mein drittes Kind. Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, das läuft nicht, ich würde es abgeben und was anderes machen. Nein, ich will es machen, bis ich in die Rente gehe, bis ich mich entscheide, dass ich nicht mehr arbeite. Und mein Rat für Sie alle wäre, glaubt an das, was ihr geschafft habt und macht es weiter. Manchmal läuft nicht gut, aber am nächsten Tag stehen Sie auf und haben Sie wieder eine neue Idee. Und mit dieser Idee können Sie was Neues schaffen in das, was Sie gegründet haben. Aufgeben und was Neues beginnen, ist für mich keine Alternative. Dankeschön, danke dir. Genau. Was möchtest du zum Abschluss noch sagen? Ich glaube, wir Unternehmer denken ähnlich. Ich denke, unsere Motivation ist auch, dass wir auch einer Verantwortung als Arbeitgeber stehen. Und dass das auch eine große Motivation für uns ist, natürlich wir uns daran erfreuen, wie wir Menschen ihre Familie ernähren können durch unsere Arbeit. Ich habe natürlich einen Beruf, den ich mit Leidenschaft mache, und zwar wenn ich an den, also ich bin schon 26 Jahre selbstständig, ich fahre an diesen ganzen Häusern und Projekten vorbei und die Kinder, meine Schwester erlebt das ja, meine Schwestern beide erleben das ja auch mit, dass sie, also die Kinder, die noch nicht geboren waren oder wo die Frauen schwanger waren, dass diese Kinder wiederum bei uns jetzt wieder Häuser kaufen, dass wir Familien ein Heim geben, dass wir Menschen eine zweite Zusatzrente geben, ne, dass wir sie so wirtschaftlich unabhängig machen und praktisch Autopiloten bei Investitionen machen, ja? Und, ja, und Menschen eben mehr Generationen geben, wenn sie in so einem Haus leben. Und wenn ich an diesen Häusern vorbeifahre, dann bin ich emotional sehr berührt und denke so an die Zeit und denke, dass das ein ganz toller Job ist, Immobilien. Hm. Und ich denke, die Kraft und überhaupt, was da ist,
dass das Ausdauer ist. Du hast gerade gesagt, ich bin auf die Nase gefallen. Also glaub mir, in 26 Jahren ging es nicht nur nach oben, sondern es ging nach unten, es ging wieder nach oben, dann ging es wieder nach unten. Auch mal nach ganz unten, wo man gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich meinen Laden schließen, ich kann das alles nicht halten. Aber durch die innere Kraft an den Glauben und Fleiß und Ausdauer haben wir es geschafft, mit Migrationshintergrund als Frauen in einer Männerdomain, ne? Vor 26 Jahren waren wir Frauen gar nicht da in der Männerdomain, geschafft, in einer Stadt wie Wilhelmshaven, wo wir uns das erste Mal gegründet haben, zu überleben und sind heute recht erfolgreich. Und ich glaube, wir werden auch in Zukunft, werdet ihr noch viele Posts von mir sehen. wir gehen die richtige Richtung und das passiert nur mit Ausdauer und mit Selbstliebe und mit Spaß an der Arbeit, was man macht. Und das ist meine Botschaft. Also bleibt dran, auch wenn ihr mal auf die Nase fallt, immer wieder aufstehen, ne, alles wegputzen und wieder nach vorne rennen und dann klappt das auch schon. Sehr schön. Dankeschön. Danke dir, Jacqueline. Danke auch. Danke, Nelly. Ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr könnt, bevor, ich sag's jetzt, da drüben gibt es ein Buch für 5 Euro. Normalerweise 10, aber heute 5. Genau. Könnt ihr euch mitnehmen. Super spannend, habe ich auch. Ihr Lieben, es war mir ein Fest. Wir machen nochmal hier Standing Ovations für den Kameramann. Es war mir ein Vergnügen, dass ihr da wart. Sehr, sehr inspirierend, auch für mich als Unternehmerin. Ich wünsche euch weiterhin super viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Wir werden ja in Kontakt bleiben. Und an euch vielleicht der Appell, sprecht sie einfach an, wenn ihr sie jetzt irgendwo erwischt, weil, ne, wenn draußen Gläschen Sekt oder sowas. Einfach, da könnt ihr die Fragen stellen, die euch vielleicht jetzt noch auf dem Herzen brennen. So, Dankeschön. Also Marina, auch einen großen Applaus an dich. Ich finde das fantastisch, was sie so in den letzten Jahren, ich glaube, bis auf dem ersten Kongress war ich immer dabei, also ich gehöre schon zur Familie. Ich muss sagen, wow, was sie gemacht hat, ist auch ein Riesenerfolg und ich bin immer wieder gerne dabei und finde das toll und einen Riesenapplaus an dich. Dankeschön. Danke.